Gib mir den Zeitmesser. Ist nur ein Scherz. Ich hab ihn nicht. Er ist wieder in 1905 bei meinem Chef. Und ich bitte dich, lass dich von mir ein einziges Mal einladen und du wirst es bestimmt nicht bereuen. Okay. Wenn du mir den Zeitmesser gibst und versprichst, meine beste Freundin in Ruhe zu lassen, dann könnte es sein. Ich wusste es. Du bist so verrückt nach mir, wie ich nach dir. Das wird einfach unser Schicksal sein, oder? Ganz ruhig. Ich sagte, es könnte sein. Ich kann dir leider nichts versprechen. Ich weiß nur hundertprozentig, dass ich den Boden unter deinen Füßen auf ewig küssen werde. Durstig? Du warst atemberaubend. Ich meine, wow, deine Moves. Übrigens, ich war heiß begehrt, als der Tanz der letzte Schrei war. Ja? Ja. Wow. Vielleicht sucht Milady einen Partner. Es wäre eine Ehre für mich. Man starrt uns schon an. Ich höre auf, wenn wir uns demnächst auf ein Date treffen. Was? Du und ich und das Versprechen auf eine romantische Aussicht. Allerdings muss ich sagen, dass ich schon jetzt die beste Aussicht vor der Nase habe. Das machst du also die ganze Zeit. Es geht dir um ein Mädchen. Doch nicht irgendeines. Das ist Ines. Wir müssen los. Sofort. Warte, du hast noch Lenas Zeit. Hey! Wer ist das? Niemand. Eine Rose für eine Rose. Na toll, du schon wieder. Da kommt die Liebe meines Lebens, das Mädchen meiner Träume. Die Süße in meinen Süßigkeiten. Wo ist Lena? Naja, also, das weiß ich nicht. Weißt du, unsere letzte Begegnung wurde ja auf traurige Weise unterbrochen. Ich hab vergessen, wie süß du bist. Verstehe. Denk nicht, dass ich nicht weiß, was du vorhast. Sogar wenn es die Erdanziehung nicht gäbe, leg ich dir zu Füßen. Wir passen perfekt zueinander. Ja, ich mag dich so sehr. Aber nicht so sehr wie Lena. Entschuldige. Ines! Ines? Have you got any questions for us? Well, if you do, leave them in the comments below. It's time to show myself what I can be.